Herzlich willkommen beim ersten Buschfunk 40k. Ihr habt den richtigen Mann ausgesucht. 100%ig. Guck mal, wer hier ist. Oh. Auch mal wieder da. Ja, ausnahmsweise. Er hatte schon den Spitznamen Castaway, aber wir haben ihn wiedergefunden. Manu hat heute echt einen Clown gefrühstückt. Die haben so eine Gruppe, also hier so intern. Und Manu ist. Ja, halt Manu ist schon ein witziger Typ, aber ist halt nie manchmal. So der Typ, der immer so lockere Sprüche im WhatsApp raushaut. Und heute kommt einer nach dem anderen. Manchmal pinkt. Was ist irgendwas passiert? Ich glaube, er hat jeglichen Respekt verloren einfach und denkt sich, jetzt kommt alles drauf. Richtig. Das ist halt Kai wieder jetzt, ne? Aber schön, dass er da ist. Ja, schön. Finde ich auch. Haben wir uns lieb? Hm, wir spielen ja heute nicht gegeneinander. Ach so, ja, stimmt. Ja, ersten Buschfunk. Fangen wir mal an. Erstes Thema, unser letztes Turnier. Ich habe mit Nils am Freitag mich da schon drüber unterhalten. Ihr könnt ja auch noch mal kurz was zu sagen, eure Meinung oder so dazu, wie ihr es fandet. Du, ich habe schon was erzählt auf Video. Ach, du hast schon was, ja, aber nicht im Busch. Nee, in unserer neuen Malen-Serie. Ja. Ich fand das sehr gut, sehr überraschend, hat mir sehr gut gefallen. Mache ich gerne wieder da die Orga mithelfen, so gut wie es geht. Und die Leute haben mir sehr, sehr, sehr überrascht. Ich habe ja durch, weil ich ja viel auch in Deutschland mit dem GAOS unterwegs bin, kriege ich auch ein bisschen von den 40k da ein bisschen was mit, wie das da abläuft. Und ich war sehr überrascht, welche Leute bei uns waren. Und ich hoffe, dass das so weiter ist, weiterhin geht. Ja, ich war auch mal so 2-3 Stunden da, absolut positiv verlaufen. Hat Bock gemacht, da mal so ein bisschen zuzugucken. Die Leute waren super entspannt und chillig. Es gibt ja ab und zu immer mal so dieses Gerücht, dass bei 40k ein bisschen härter zugeht, wie teilweise bei AOS. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das war alles super entspannt. Eine super Atmosphäre, die Leute super chillig, nett. Ja. Bobby, wie hast du das gemacht? Ich kenne die Turnierszene oder der Anfang der Turnierszene auch nur von den AOS-Turnieren, die wir hier selbst veranstaltet haben, beziehungsweise wo ich damals, wo wir noch Würfelsportfreunde und Faszination Wargaming hatten, bei euch zu Gast quasi war. Und das war mega entspannt. Und wie Kai das schon sagte, ich dachte auch, das war bei mir immer so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet, weil man öfter gehört hat, so die Leute sind jetzt nicht, wie wir das im Video auch schon erzählt haben in dem Report, sind jetzt nicht menschlich irgendwie anders, irgendwie blöder oder so, sondern einfach so ein bisschen mehr Korinthenkacker-mäßig unterwegs, wenn es ums Spielen geht, um diese Regelfickerei hat. Man muss ja auch sagen, dass das Spiel komplexer ist. Ja. Die Vielfalt ist schon bei 40k krasser und besser. Aber ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Die Leute, ihr alle, nochmal ein Lob an euch alle, die da waren. Es war so entspannt. Da waren Dinge dabei, wo Leute dann gesagt haben, komm hier, ich verzichte jetzt auf die Phase, weil die Zeit jetzt nicht mehr ausreicht, beziehungsweise jetzt nicht mehr lange geht. Ist gut, wie es ist. Und das war so menschlich, das war so, also richtig absoluter Sportsgeist dahinter gewesen. Die Leute waren so entspannt und so cool und also absolut positiv überrascht. Und ein paar kommen ja auch jetzt kommendes Wochenende zu uns zu Gast. Das freut mich natürlich sehr. Ne? Also Grüße an euch drei. Zwei spielen mit uns, aber wir freuen uns. Ja. Geil. Spoiler nicht so viel. Ja, mach weiter. wir wollten kurz über das Meta auch noch sprechen. So dein Eindruck. Ja, Meta ist ja immer so eine Sache. Also wird absolut dominiert momentan von imperialen Suppen oder beziehungsweise von imperialen Bataillonen mit Knights irgendwie. Und ich finde, Meta bei 40k ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, gerade jetzt so Bataillone Astra Militarum, Bataillone Deathwatch mit in Verbindung mit Imperial Knights sind momentan so das Nonplusultra. Es gibt natürlich auch Leute, die im Grand Tournaments auf verschiedenen Grand Tournaments einfach zeigen, dass es auch mit anderen Listen funktioniert. Siehe Deathwatch. Siehe jetzt ein Grand Tournament in, glaube ich, Alamo war es, wo eine Necron-Liste, glaube ich, auf Platz 2 war, die absolut ungeschlagen war. Geile Liste. Dann haben wir da auch noch andere. Also da war natürlich Astra Militarum mit Knights auch wieder voll vertreten. Aber das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, das kann auch mal so ein bisschen springen. Also da kann durchaus mal einer um die Ecke kommen und sagen, hier, ich komme da jetzt mit was anderem, was einfach alle anderen überrascht und bin da jetzt erfolgreich, wie der Deathwatch-Typ. Da habe ich mal eine Frage zu. Warum
Spiel, wenn ich auf Turnieren fahre und ich merke, die, es spielt hauptsächlich, sagen wir mal, zwei Drittel diese Suppen mit den Knights. Mhm. Warum bastelt man sich nicht eine Gegenliste? Weil die Chance ist ja sehr hoch, dass du gegen die spielst. Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt. Und, weil dann hast du ja gute Karten auf diesem Turnier. Ich muss ja nicht sagen, dass die Idee gegen alle gut sind, aber du hast auf diesem Turnier, wo das sehr oft vertreten ist, sehr gute Chancen. Ja, du hast natürlich, dass es die Möglichkeit gibt, also ich sag mal, das ist... Du hast immer noch so im Hinterkopf, wenn du so eine Anti-Liste baust, dass ich glaube, zum Teil ist es auch fehlende Kreativität bei den Leuten, aber du hast immer noch im Hinterkopf, das ist natürlich jetzt die Meta mit den Knights, aber es gibt immer noch Trukhari, es gibt immer noch diese ganzen Eldar-Geschichten, gerade Trukhari mit den Flieger-Detachments, es gibt immer noch Genestealer Kalt, die einfach mal mit den Symbionten über 60 Zoll laufen. Die sind immer noch da. Dann gibt es immer noch so Deathwatch-Bataillone. Also ich glaube, dass es einfach sehr schwierig ist, da irgendwas zu machen, eine wirkliche Anti-Liste zu bauen. Mhm. Und was einfach auch eine Riesenrolle spielt, und das sieht man in den Grand Tournaments auch wieder in Alamo jetzt, dass, sage ich mal so, diese Spielerpaarung einfach eine Riesenrolle spielen. Du musst einfach auch Glück haben gegen das. Das ist bei AOS auch so. Ist so. Ja. Ne? Meinst du, darf ich noch kurz eine Frage zu, meinst du, dass es auch vielen Leuten abschreckt, so eine Symbionten-Massenliste, die Modelle anzumalen? Knight anmalen, 3 Stück, ist ja schneller, wie jetzt, wenn du jetzt sag mal 60 bis 90 Symbionten oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele, aber meinst du, das spielt eine Rolle? Oh, ich glaube, bei Turnierspielern nicht unbedingt, weil da kommt es ja auch nicht jedem immer so auf die feinst bemalte Armee an, sondern eher, ich habe das schnell durch, ich will die Liste auf dem Turnier spielen, ich will damit überraschen oder so. Okay. Und es gibt ja auch viele Turniere, wo du gar nicht unbedingt bemalt antreten musst. Also das, ich glaube, dass das nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube aber, dass die Anschaffung tatsächlich doch eine Rolle spielt. Die Anschaffung eventuell, ja. Das kann auch sein, ja. Und glaube ich auch. Ich denke, wenn die Leute die Freiheiten hätten, ich weiß nicht, inwiefern das so gemacht wird in den Wohnzimmern zu Hause mit den Proxen, dass man sagt, ich teste mich jetzt wirklich durch die Modelle durch die Listen, die ich jetzt so im Kopf habe und proxe da auch brutalst, dann würde das vielleicht auch einen anderen Lauf nehmen oder so. Aber also mir, wenn ich das auf mich projiziere, ich habe so viele Ideen irgendwie, ne? Ja. Aber ja, was hält mich davon ab, das umzusetzen? Die Anschaffung. Ja gut, also ist natürlich, ich gebe dir recht, wenn du sagst, man will jetzt 5 Listen testen zum Beispiel, ne, weil man immer etwas findet, was man noch verbessern kann und jedes Mal muss man sich die Modelle holen. Dann muss man die alle bauen und bemalen. Dann ist es natürlich, aber wenn du, da ist es natürlich einfacher, wenn du dann so eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Metaliste nimmst, die so für dich quasi nachbaust und dann hast du, was du willst. Und ich sag mal so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, jetzt so eine Knight-Liste mit 2-3 Knights, unserem Astra Militarum oder Deathwatch-Bataillon. Ja. Ist doch, also das ist dankbar. Und vor allem, wie gesagt, du ich denke auch so, das spielt wirklich auch eine Rolle. Ich meine, du hast mit einem Knight und einem bisschen Kreativität, vielleicht bei dem Bataillon, was noch dabei ist oder auch was auch immer dabei ist, hast du verdammt viel Wirkung einfach. Ne? Weil du einfach stark bist. Ja, und ja. Ich glaube aber, um jetzt vielleicht mal weiter zu spinnen, dass der aktuelle sage ich mal, Chaos-Kodex, auch mit den Renegade Knights, die jetzt kommen, dass da verdammt viel geile Sachen möglich sind. Also ich glaube, das wird die Meta ein bisschen durchschütteln, wenn die Renegade Knights, also diese chaotischen Knights, dann wirklich aufs Feld kommen. Wann kommen die? Was schätzt du? Ja, das ist die Frage. Also ich schätze mal 3-4 Wochen. Jetzt. Theoretisch spielbar. Also im Juni? Ja, Juni, Juli. Okay. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Es wird bald kommen. Also das wurde ja schon geleakt. Ja. Aber so was ich da schon so gehört habe, gerade so diese Synergien, die dann möglich sind mit den Dingern und auch gerade, wenn ich jetzt mal so an die Psi-Sachen denke, die das Chaos so hat, wenn man das ein bisschen übertragen kann. Also ich glaube, da sind verdammt üble Sachen möglich und das wird die Meta, wenn man jetzt diese Night-Meta mal oben ansetzt, das wird das ganz schön durchschütteln. Okay, also das passt ganz gut zum nächsten Thema. Ich habe aufgeschrieben Releases. Also du schätzt als nächstes, dass die Nights... Was als nächstes kommt? Also momentan... Es ist ja jetzt, also wir finden, also GW hat ja eine gute Schlagzahl, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was als nächstes rauskommt. Also warum, Knights auf jeden Fall. Warum geben die da nicht so Vollgas wie bei AOS? Die Frage stelle ich mir manchmal. Es ist langsamer, ne? Oder die Schlagzahl ist kleiner. Mir kommt es vor, es kommen keine neuen Armeen. Wann kam die letzte Genestealer? Das ist schon
November, Dezember? War, also Dezember? Chaos war eigentlich war das große. Ach stimmt, die Chaos. Richtig. Chaos mit Abaddon und so, genau. Also Schattenspiel. Release ist schon, auch ein paar neue Modelle. Das ist, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen subjektiv auch. Und man muss auch sagen, dass die Spirale bei 40k einfach schon länger läuft, wie bei AOS. Ja, das stimmt. Das ja. ist... Das stimmt. Wann denkt ihr, wann die Sisters kommen? Boah, ich hätte schon gedacht, also wenn du mich das Anfang des Jahres gefragt hättest, hätte ich gesagt, die wären jetzt schon da. Ui. Aber ich glaube, dass es eine neue Edition geben wird oder eine Edition 8.1, was weiß ich, und da werden die Sisters eine riesen Rolle spielen. Ich denke, weil das in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal so war, dass die Sisters 3 Monate vor Ende der Edition kommen. Und dann, ja, wie gesagt, 3 Monate später eine neue Edition, und weil dann haben sie alles rausgebracht. Meistens kommen die Sisters so ziemlich als letztes mit dem Codex. Meinst du? Es ist ja eine Gerüchte, ich habe ja eine Gerüchte gelesen, dass eine neue Edition schon dran gearbeitet wird mit sich. Definitiv. Dass das auch schon bald kommt. Muss auch kommen. Also muss kommen. Finde ich heftig. Naja gut, im Schnitt machen die so 3 Jahre. Ne? Ja, 2-3 Jahre. Ja, also bei der 7. ging es ein bisschen schneller, aber ansonsten waren sie nur so 3 Jahre circa. Aber ihr seid der Meinung wie ich, dass die ganz schön gehypt werden, ne, die Sisters? Also da warten viele drauf, das wird ganz schön hochgejubelt. Also mal in Augen, was ich so an Bildern sehe, wie sie es präsentieren. Ich finde, es ist so dieses Geheimnisvolle, das wird jetzt endlich mal released, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht so krass viel gespielt wird. Okay. Ich denke nicht, dass es das Meta bestimmen wird. Also ich das wissen wir, können wir auch nicht wissen. Ja, aber ich denke halt, dadurch, dass es die so lange nur als Metallfiguren und in Anführungszeichen Resinfiguren gab und so, sind die... Ist das der Hauptgrund? Oder ist das, weil da viele weibliche Personen sind, die in diesen Rüstungen sind? Was ist das, was da so hypt? Meinst du so einen Brüstebonus? Nein, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Nachfrage, denke ich. Ja. Das ist einfach so diese Seltenheit, ist einfach so dieses, das will man haben, man kommt so schwer dran und dadurch hat sich so diese Gier danach einfach aufgestaut. Ja, ne? Und okay. GW stapelt den Hype ja auch an. Ja, ja, wir haben vor über einem Jahr schon hier, wir machen richtig, das jetzt und immer mal wieder. Und so, genau, immer mal wieder machen. Und irgendwann haben die Leute Bock, selbst wenn sie vorher gesagt haben, ach, ist mir egal. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte echt Bock auf die Sisters. Ich hatte mir auch echt überlegt, ob ich jetzt mal diese Zeit, die Mühe, das Geld investiere und mir nach und nach so eine scheiß Zinnarmee aufbaue. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Aber ich ja, mittlerweile, nee. Also dieser Hype, ich habe, also selbst wenn die jetzt rauskommen und ich weiß, ich kenne meine Gier, ich sage, komm, bring sie raus, ist mir völlig egal. Okay. Also ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Oh, habt ihr gehört? Wir haben es auf Video. Ja, ja, wer weiß. Definitiv. Wenn er es nicht rausschneidet. Ich weiß nur, dass da viele drauf warten. Ja, natürlich. Was lacht denn da hinten schon? Bei der Mission. Ja, vorletztes Thema. YouTube, ITC, Ars Belica. Da könnt ihr mal kurz was dazu sagen. Ja, also wir werden definitiv jetzt in Zukunft mehr Sachen oder mehr Battle Reports bringen mit ITC und Ars Belica, aber uns würde mal interessieren, ob ihr generell mehr Lust darauf habt, dass wir kompetitivere Listen spielen, dass wir uns auch ein bisschen darauf versteifen, weil wir haben es natürlich in der Vergangenheit auch gemerkt, dass die Qualität darunter leidet, der Battle Reports, wenn man sich natürlich auf, also ich spiele 10 Armeen jetzt. Du spielst selten und spielst auch einige Armeen, aber da leidet die Qualität massivst drunter. Definitiv. Und wir wollen uns jetzt auch einfach in dieser Turnierszene so ein bisschen breit machen, sage ich mal, also ein bisschen umgucken, weil die Leute auch einfach geil sind. Jo. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man eine Liste nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal spielt, sondern 10-mal. Und deswegen uns auch mal ein bisschen auf die Fresse hauen wollen. Und dann wäre die Frage, wollt ihr das sehen? Habt ihr Bock darauf? Ne? Also eher fluffig, spaßig oder eher kompetitiver? Oder ein Mix? Ja. Mal so, mal so. Vielleicht habt ihr da eine Meinung zu. Ja, ich meine, die Kampagnen, das wird nach wie vor alles so weitergeführt. Unsere Kampagne ist jetzt auch in Planung. Also Grüße an Nino, du kommst ja auch bald wieder. Und das macht auch richtig Spaß. Also ich habe mich da wirklich dann abends, wenn ich mal Zeit hatte, echt mal eine Stunde an den Rechner gesetzt und habe da die Kampagne geschrieben. Und die ist, wenn man jetzt an das erste Kampagnenspiel denkt, schon viel krasser geworden. Also wir haben dann wirklich mal 4-5 Minuten Text, die ich dann vorlesen kann. Und auch, also sehr geil, man ist wirklich drin und da hat man auch gar keinen Bock, so eine kompetitive Liste zu spielen. Du wirst auch auf jeden Fall mitspielen. In irgendeiner Nebenkampagne oder was, wir werden das weiter ausführen, mega geil. Aber
Mich würde oder uns würde wirklich mal interessieren, habt ihr Bock auf kompetitivere Listen, auf diese ganze Turniersache? Weil es würde natürlich uns einiges vereinfachen auch, weil wir selbst natürlich ein bisschen mehr Turnierlisten spielen wollen, für unsere hauseigene Liga, für unsere 40k-Rundläufe, ja. Und dann vielleicht auch für euch. Und ja. Und deswegen, auf was habt ihr mehr Bock? Auf Ars Bellica oder auf ITC Ars Bellica? Weil das war auch so ein Thema. Also ich war ein absoluter Freund von reinem Ars Bellica. Was mich richtig überrascht hat, wir haben ja mal so eine Stimmenabgabe auf unserem Turnier, das war Hälfte. Ja. Echt? Habe ich nicht mitbekommen. Okay. Ja, das war gleich am Anfang, hat er auch sehr gleich gefahren aus Interesse halt. Und das war wirklich Hälfte. Echt krass. Man kann ja vielleicht kurz sagen, was wir hier in der regionalen Liga machen ist, wir spielen 12.50 Ars Bellica und 17.50 ITC Ars Bellica. Ne? Ja. Was auch immer davon interessant ist, könnt ihr ja mal einfach uns mitteilen. Ne? Vielleicht kann man ja auch sich festlegen in Battle Reports, wir machen immer mal wieder 12.50 Ars Bellica oder 17.50 als ITC. Oder postet es mal drunter, wenn ihr einfach mal Bock habt, dass wir wirklich mal über ITC Ars Bellica oder Ars Bellica selbst quatschen, dass wir euch das vielleicht ein bisschen näher bringen, weil es ist ja gerade ITC Ars Bellica, ich meine, das ist seit Anfang 2019 überhaupt erst in Deutschland angekommen. Viele Leute wissen noch gar nicht, und das haben wir auch gerade bei unserem Turnier gemerkt, was ITC Ars Bellica überhaupt ist. Ja. Und bei mir ist es so, Ars Bellica war für mich am Anfang das Ultimative, fand ich mega geil. Ja. Jetzt habe ich ein paar Mal ITC Ars Bellica gespielt und ich will gar keine Ars Bellica mehr spielen. Ja. Ist doch eine Meinung. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung tatsächlich damit, aber was ich so bisher mitbekommen habe oder so erlebt habe, ist ITC, obwohl es weniger Beschränkungen hat im eigentlichen Sinne, trotzdem sehr, 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 sehr balanced durch die Missionen, die Missionen und diese Tertiärmissionen, die du dann selbst auswählen kannst. Ja. Unfassbar, ne? Ja, alles gut. Ja, also wie gesagt, ich find's mega geil, weil du hast halt auch die Möglichkeit, also du bist im Listenbau komplett frei, aber wir haben gemerkt in den Spielen. Aber wir haben dann gemerkt, dass wir auch, in so einer Liste, wo eine Neidsuppe irgendwas gegenübersteht, das eigentlich keine Chance hat, dass du da trotzdem über Punkte verlieren kannst, beziehungsweise es sehr knapp ist. Und das ist ja auch das, was auf einem Turnier eine Rolle spielt. Ne? Ja. Selbst wenn du, also du hast wirklich, du weißt eigentlich von der Liste her, wenn du jetzt stumpf nach diesen blöden GW-Karten spielst, wo das Missionsziele ziehen nochmal so ein Würfelspiel an sich ist oder so ein Glücksspiel, dass du trotzdem dann nicht den Kopf in den Sand stecken musst und sagen kannst, alles klar, auch wenn ich jetzt eigentlich auf dem Feld unterlegen bin, habe ich die Chance über meine Tertiärmission, über meine generellen Mission zu punkten. Das finde ich geil. Das macht es für mich einfach toll, weil ich einfach auch so diese Möglichkeit mag, in der im Listenbau einfach unbeschränkt zu sein. Ja. Ich spiele zum Beispiel sehr, sehr gerne Knights. Ich mag die Modelle sehr gerne. Ich habe auch einige. Dann möchte ich sie auch irgendwie mal aufs Feld bringen. Ne? Bei Ars wenig Möglichkeiten. Ja, null. Hast du auch einen Knight? Hast du auch einen Knight? Einen für Chaos, Das schickt mir. Reicht mir auch. Manu mag sie nicht, aber... Also ich mag die auch Modelle nicht, überhaupt nicht. Ja, aber das wäre auch gut, wenn sie jeder mögen würde. Ne? Also, aber ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil im Warhammer 40k. Ja, wenn du Fluff liest. letztes Thema, kommendes Turnier von uns. 3.8.? 3.8. Wird höchstwahrscheinlich auch bleiben. Jo, wir brauchen auch Anmeldungen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Wir haben ja auf unserem letzten Turnier besprochen, dass wir es eigentlich ändern wollten. Das Problem ist jetzt wirklich, wir haben jetzt schon viele Anmeldungen für den 3.8. Und wir entschuldigen uns auf jeden Fall auch bei euch, dass wir es nicht umlegen können, auch wenn wir es eigentlich gesagt haben, weil wir schlicht und einfach ein Problem haben, das Orga-Team zusammenzukriegen. Wir kriegen die Leute nicht ran, um das so zu organisieren. Also wir sind teilweise alleine oder zu zweit und haben keine Orga. Wir müssen da jetzt irgendwie, einen Tod müssen wir sterben jetzt bei dieser Sache, und das heißt, wir sind jetzt zu dritt. Also wir werden das machen mit unseren wunderbaren Helfern, die natürlich noch überall hinter uns stehen. Marcel ist zum Beispiel schon nicht dabei und wir kriegen sich anders organisiert. Also urlaubstechnisch und gehen nicht anders. Müssen durch, meldet euch an. Bitte. Wir brauchen noch ein paar Anmeldungen für den. Hm? Es wird geil, neue Location, es wird auch draußen gegrillt, es gibt Würstchen. Es wird echt ein tolles Event.
Wirklich. Dritte Achte. Meldet, ja, also merkt euch T3, ganzen Links sind natürlich unter dem Video. Wir freuen uns auf euch. Letzte Frage von mir. Wann kommt die nächste Edition? Was denkst du? Ich sage, also ich denke bis nächstes Jahr lassen sie sich noch Zeit. Nächstes Jahr, so Frühjahr, Sommer. Ich sage März. Tja. Ich sag, das wird auch so nächstes Jahr Warhammer Fest irgendwie so. Diese, also eher Mai, Juni. So ja, so irgendwie so in dem. Da sind wir uns ja fast schon alle einig. Ja, ja, weil wenn du sagst, die kommen, sagen wir mal, die Sisters kommen im Dezember, mal angenommen. Du sagst, sie bleiben noch 3 Monate. Welches ist 3? Ist ja März, April, sowas. Ja. Es muss halt noch ein bisschen was kommen jetzt. Also, wobei, ja, eigentlich könnte ich, das sagt mir jetzt so das Gefühl, aber irgendwie glaube ich, also es könnte jetzt auch schon November, Dezember kommen. Oh. Also könnte ich mir das vorstellen. Das heißt ja, im Sommer und Herbst kommen jetzt die Knights und die Sisters und dann dachtest du schon, kommt die neue? Ja, neue Edition und dann kommt im Dezember, Januar der Space Marine Codex gleich wieder als erstes. Das ist kann aber auch sein, dass der nochmal kommt, bevor die Edition endet. Und da bin ich, glaube ich, deiner Meinung, das glaube ich. Ja, wir sind in verschiedenen Orden jetzt. Ich glaube, dass die nochmal ein Buch bekommt. Nochmal, also ich glaube... Also weil ich finde die ziemlich... Ich kriege das ja nochmal so mit. Ich finde die zu schwach. Ja, die, gut, das war der erste Codex mehr oder weniger, der rausgekommen ist. Zu schwach, ne? Und das jetzt ist ja gar nicht mehr die. Und das ist ja eigentlich die Hauptfraktion in 40k. Egal in welcher Farbe und wir wissen natürlich nicht, wo es hingeht. Imperial Fists werden ihren eigenen Codex wahrscheinlich kriegen. Dann auch, wenn wir mal ins Chaos denken, Emperor's Children werden ihren eigenen Codex kriegen. Also, es macht ja auch wieder aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn. Da habe ich aber noch kurz eine Frage. Diese White Dwarf-Indexe. Kann man das mit einem Codex vergleichen oder nicht? Diese Crimson Fists oder so, die haben ja eine Regel da drin gehabt zum Beispiel. Aber nein, kannst du nicht. Das sind im Prinzip ordensspezifische oder fraktionsspezifische Änderungen einfach nur. Oder Kleinigkeiten. Also Ergänzungen, ja. Okay. Die machen das spielerisch schon teilweise anders, aber es ist jetzt nicht gleichzusetzen mit einem Codex. Nee. Ja, das ist eine never-ending Story, wenn wir uns jetzt darüber weiter unterhalten, weil also die Vergangenheit hat eins gezeigt, irgendwie so das Schema XY, das läuft so, aber die betriebswirtschaftliche Sicht sagt natürlich auch wieder was anderes, was GW natürlich auch verfolgt. Ne? Natürlich lässt sich da mehr Kohle rausschlagen, wenn man sagt jetzt, Ultramarines, Space Marines haben ihren eigenen Codex, Blood Angels, Deathwatch, was weiß ich jetzt noch, die Imperial Fists dazu, Salamanders, was auch immer. Ja. Ne? Das macht mehr Sinn. Natürlich. Persönlich jetzt. Aber das... Das streut natürlich noch weiter. Wenn ich Aktionär von GW wäre, dann würde ich noch viel mehr haben wollen. Spirale muss richtig. Ja. Aber ich habe die Angst, das sehe ich jetzt gerade bei AOS auch, dass das übersättigt wird. Ich persönlich komme selber nicht mehr hinterher, den Stoff zu lesen, teilweise anzumalen. Und wenn das jetzt so kommt, wenn die noch mehr rausballern würden, dann würden die Tabletopper nicht mehr hinterherkommen. Da ist es vielleicht ganz, ganz wichtig, dass man sich, auch wenn man, ich kenne das ja selber, man hat diese Sucht, man will das haben, aber vielleicht ist es da ganz wichtig, dass man sich selbst, wenn die Armee oder Fraktion, die man hat, nicht das absoluteste Meta ist, sich so damit zu beschäftigen, dass man auch damit noch gut mithalten kann, weil in den meisten Fällen ist das tatsächlich möglich. Man muss sich... Necrons, Grand Tournament Alamo. Da gehen auf jeden Fall Sachen. Man muss einfach nur mal was spielen, was gerade nicht jeder auf dem Schirm hat. Und schon kann man irgendwo reinschießen. Ist so mein Eindruck. Von daher nicht locker lassen. Nicht immer gerade nur hat er recht. Die oberste Armee wählen, sondern es kann auch richtig Spaß machen, mit einer Underdog-Armee einfach mal oben aufzuräumen. Da hat er recht, ja. Und vor allem gerade bei dieser Schlagzahl nimmt sich ja, glaube ich, selten jemand die Zeit und wirklich fuchst sich zu 110% in diese Armee rein. Genau. Das ist sehr schnelllebig geworden. Ne? Richtig. Ja. Ich glaube, das reicht für den ersten Buschmann. Da haben wir viel gesprochen. Wir müssen essen gehen jetzt. Neues jetzt. War das der erste? Das ist der erste. Du bist beim ersten dabei. Ich bin beim ersten dabei. Jawohl. Junge. Sehr gut. Komm her, wir sagen noch Tschüss hier. Wir haben nur auf dich gewartet, Kai. Und dann wir müssen jetzt essen gehen. Ja. Ja. Manu, ne? Du musst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald zum zweiten Buschwurm. Ey, stopp, ganz gut. Ja. Schon lange her, wo immer zu führt, vor der Kamera. Ach, du Schande. Oh, das ist wahr. Ja. Prost. Ja. Cheers. Wollen wir jetzt mal einen Buschwurm mixed Mini Paradise machen?
nicht AOS und 40k, einfach mal über uns, unser Update, unsere Ziele, was wir das machen. Das ist gut. Einfach mal ein Mini-Paradise-Pushung von uns das hier. Das machen wir nachher. Nicht über AOS, nicht über 40k, über uns, unsere Ziele, unseren Stand, was wir vorhaben. Beim Griechen oder was? Nee, nee, Griechen. Nach. Ja. Gehen wir zum Griechen? Ich dachte, nee, wir wollten hier zum Daphne. Zum Daphne. Oh, das war schlecht. Ciao, Entschuldigung. So, Leute. So. Alles klar. Ciao. Macht's gut.